Eva Bartok. Als Schauspielerin von Film zu Film überzeugender und immer größer in der Gunst des Publikums. Nun auf dem Höhepunkt ihrer glanzvollen Karriere, in einer Rolle von unwiderstehlicher Eindringlichkeit. Ihr Partner, Kurt Jürgens, als Darsteller in der ganzen Welt bekannt, der hier zugleich auch als Regisseur des Filmes sein internationales Format beweist. Sag das nochmal. Immer. Eine liebende Frau kämpft um einen Mann, der dem Rauschgift verfallen ist. Sie müssen ihn beobachten, belauern. Sie müssen immer genau wissen, was er tut. Aber Sie dürfen auch wiederum sein Misstrauen nicht erregen. Gina, ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt! Tob dich aus! Du darfst jetzt nicht aufgeben, Robert. Du darfst nicht verzweifeln. Das kannst du nicht machen. Du kannst mich doch nicht einfach stehen lassen wie ein Regenschirm. Warum soll es den Vater nicht wissen? Warum soll den Vater nicht wissen, dass das alles gar nicht stimmt? Ohne dich wird es Nacht. Ein Spiel mit den Dämonen menschlicher Leidenschaften und Unzulänglichkeiten. Eine Frau, die verzichtet und dabei so viel gibt. Du kannst mich doch jetzt nicht so im Stich lassen, Gina. Gina, du kannst doch nicht mit ansehen, wie das Leben zur Hölle wird. Robert, wir wollen uns nicht mehr lügen. Wenn wir einmal nachgeben, dann alles umsonst. Nicht die Polizei anrufen, die stecken wir doch gleich wieder in der Anstalt. Da gehören Sie doch hin. Machen Sie doch mit mir, was Sie wollen, bloß nicht die Polizei. Sind Sie doch ein Mensch. Nein! Ist die Liebe stärker als das Gift der Gewöhnung? Der Film Ohne dich wird es Nacht gibt Ihnen eine Antwort auf diese hochaktuelle Frage. Neben Eva Bartok und Kurt Jürgens sehen Sie...